Moin zusammen, ich bin's wieder, euer Kev von den Edeka Genussmomenten und da wir ja letztens Kimchi selbst gemacht haben, zeige ich euch heute mein Rezept für Kimchi Pancakes. Der klassische Kimchi Pfannkuchen, den ihr vielleicht schon kennt, der wird ja nur gemacht aus Kimchi, Zwiebeln, Mehl und Wasser. Meine Variante ist ein bisschen anders und da zeige ich euch jetzt, wie das geht. Ich starte mit dem Teig für den Pancake und dafür brauche ich ein Ei. Schlagen wir es da rein. Bisschen Zucker dazu. Und Schaumischlange. Nehme ich mir so ca. 100 Gramm Kimchi. Der ist schön fermentiert. Den habe ich ja selbst gemacht. Ne? Gibt es ein Video zu, wie mache ich Kimchi selbst. Einfach und lecker. Schaut mal rein. So, und jetzt einfach schön fein hacken. Wie beim klassischen Pancake auch, brauche ich natürlich jetzt noch Milch, Mehl und ein bisschen Backpulver. Ich arbeite beim Pfannkuchenteig immer gerne von fest zu flüssig. Das heißt, bei mir kommt immer erst das Mehl rein. Jetzt gibt es ca. 200 Gramm Mehl dazu. Und dann wird das Ganze schon mal eingerührt. So, jetzt kommt Milch dazu. So, und jetzt, wie gesagt, die Variante kalte Milch auf das Mehl, denn das gibt weniger Klümpchen. So, und dann kommt natürlich noch das Backpulver dazu, damit die auch schön hochgehen. Und eine Prise Salz. Das war's auch schon für den Teig an sich. So, den können wir jetzt einfach ein bisschen ruhen lassen. Ja, dann entspannt er sich ein bisschen und der Mehlkleber verbindet sich noch ein bisschen besser. In der Zeit, wo der Teig im Kühlschrank ruht, kann ich mich schon mal um einen Dip kümmern. Und da habe ich mir überlegt, ich mache so einen kleinen Frischkäse-Dip mit Kresse und ein bisschen Frühlingszwiebeln. Dafür einfach ein bisschen fein schneiden, dann die Kresse und dann schneiden wir uns eine kleine Schüssel. So, auch da beim Frischkäse immer mit der Flüssigkeit verarbeiten. Wenn man die weggießt, dann gießt man auch viel Geschmack weg. So, ein bisschen glatt rühren das Ganze. So, jetzt haben wir hier die Kräuter drin und den Frühlingslauch, Salz und Pfeffer. Was für einen Dip macht ihr eigentlich zu euren Kimchi Pancakes? Schreibt es mal in die Kommentare. So, und dann heißt es jetzt Pancakes machen. Pfanne schon mal heiß machen. Dann holen wir uns den Teig wieder aus dem Kühlschrank. Und dann geben wir erstmal eine Flocke Butter in die Pfanne. Die Butter schäumt schön auf und das ist der Moment, wo wir den Teig reingeben. Jetzt mache ich noch ein kleines Topping, Cashewkerne on top, richtig lecker. So. Am Rand sieht man ganz gut, jetzt wird es leicht bräunlich und dann heißt es, bitte wenden Sie. Ich habe mir überlegt, ich mache ein bisschen frischen Babyspinat mit dazu. Den schnappe ich mir einfach und dann ein bisschen auf den Teller verteilen. Dann kommen Pancakes und natürlich der Dip nicht vergessen. Und on top noch ein bisschen was Knuspriges. Und hier auch noch mit raus. Diese Butter, die ist so jetzt so leicht bräunlich aufgrund von Chili und Paprika. Und das geben wir jetzt schön auf die Pancakes mit drauf. Das muss ich mal probieren. Wenn ihr euch bisher nicht so an das pure Kimchi rangetraut habt, dann probiert doch mal unbedingt die Pancakes mit Kimchi. Denn das ist ein super Einsteigergericht und danach werdet ihr mit Sicherheit Kimchi lieben. Ich würde mich freuen, wenn ihr es nachkocht. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, euer Kev.